Hallo Leute, willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. So, heute machen wir es mal pünktlich. Ich glaube, das freut euch doch auch ganz sehr, oder? Ich habe sogar jetzt mir endlich mal angeschaut, wie ich denn diese Stützen hier bauen möchte. Und ich bin jetzt irgendwie zu der Meinung gekommen, dass ich die mir so, wie sie hier gerade stehen, dass ich die so lassen möchte. Ganz gerne, dass ich quasi das hier oben und die Stützen da machen will. Hab natürlich auch mal geschaut, was ich noch so da habe, aber das hat mir einfach am besten getaugt. Was wir aber noch definitiv machen, ja, mehr Essenstände machen wir definitiv noch. Genau, Futter hier platzieren. Jetzt müssen wir nur schauen, welche wohin passen. Also es könnte jetzt ein Weilchen dauern. Weil der hier müsste eigentlich nie passen. Der auch nicht. Müssen jetzt erstmal die richtigen raussuchen. Nee. Nee. Ja doch, das passt von der Entfernung schon ganz gut. Jetzt brauchen wir nur noch. Müssen wir nur noch schauen, wo der dahin passt. Da war wahrscheinlich noch nicht optimal. Da gibt es noch was Besseres, glaube ich. Soll ich die vielleicht noch eins hochziehen? Nee, ich lasse die so im Boden. Das passt. Die großen Stangen sehen da vielleicht ein bisschen verloren drin aus. Die dünnen. Aber ich glaube, mit dicken wäre das Ganze zu massiv, oder? Könnte ich mir vorstellen. Wir könnten das natürlich ausprobieren. Aber das machen wir nicht jetzt. Das machen wir nicht. Ich möchte jetzt einfach mal das hinbauen. Und ich gebe mir größte Mühe dabei, okay. Also nicht beschweren, wenn das dann nichts wird. Das wäre nicht so nett von euch. Ja. So. Also ist wieder das der Scheiß. Hier verschoben, dort verschoben. Diagonal will ich die nicht. Der Rest ist alles diagonal, oder? Nee, das brauchen wir nicht. So, muss zwischendrin immer noch ein bisschen husten. Das müsst ihr natürlich mir verzeihen, habe ich euch ja schon gesagt. Aber mei, damit kann man leben. Nee, das passt hier einfach nicht. Kann ich dann nur so machen? So. Nee. Ja, genau, die hier müssten es sein. Die passen hier halt auch nicht überall hin. Ich glaube, ich muss dann doch noch mal was ändern. Was habe ich jetzt gemacht? Das war ein bisschen doof vielleicht. Probier mal was aus. Können das jetzt mal mit den dicken Stangen machen. Was war mit denen hier? Das nach rechts gekippt, ja? Okay. Das wird jetzt höchste Koordination verlangen. Moment. Das ist schief. Ich blick's gerade nicht. Diese H extended bitte, ja? Das ist einfacher. Okay, ich muss hier gerade ein bisschen mal durchblicken. Die Farben von den Stangen werde ich aber trotzdem, glaube ich, so lassen, oder? Nee, Spaß, dann könnte man die eigentlich noch schöner machen. Nee, die sollen doch nicht so schief sein, die sollen doch. Ja, einfach nur nach rechts zeigen. Bis ich hier mal die richtigen Stangen finde, ne? Das ist schon.
glaube, das sind jetzt aber die, was ich wollte. Einfach. Entdeck, ja. So, jetzt schauen wir mal die Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, so. So, hier ist die Mitte. Wollen wir natürlich auch hier das Extended bitte haben. Boah, das wird ein Arbeit, das hier hinzukriegen. Okay, Ach Gott, Leute, ich muss mich noch kurz konzentrieren, damit ich weiß. Wie genau ich das jetzt hier planen möchte. Weil anscheinend klappt das mit dem Footer nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und das nervt mich. Das nervt mich richtig. Gab es hier nicht noch mehr? Doch, Moment. Es gab noch mehr. Und zwar hier. Müsste man halt so hochschrauben. Sieht aber auch kacke aus. Und das verstehe ich nicht. Aha, Edge 4. Edge 4 dir, Edge 8. Wieso passen die denn alle nicht hin? Kann mir das irgendjemand erklären? Ich verstehe das einfach nicht. Mit den Footern bin ich noch nie zurechtgekommen. Eigentlich habe ich vorher geguckt und dann dachte ich, das geht. Oh Gott, was habe ich denn jetzt schon wieder geöffnet? Hilfe. Nee, das wollte ich gar nicht. Nee, wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Ich war doch. Ich blick gerade immer noch nicht durch. So, hier will ich rein. Hier haben wir doch auch Footer, ne? Futter eckig und Futterbund. Ach, das waren die ja, diese ätzenden. Nee, wir gehen dann schon. Wir kriegen das jetzt hin, irgendwie. Kann wohl nicht sein. Dass hier kein einziger hinpasst. Und das ist ja nur so ein Mist, ja, außenrum. Ja, zur Not muss ich das dann so machen. Okay. Ah, guck mal an. Ja, habe ich doch noch welche gefunden. Ja, das passt doch ganz gut dann. Information 2 ist immer noch kaputt, ist mir egal. So, dann müsste das dann der sein, der hier hinkommt. Dann müsste der hier perfekt hinpassen. Rein theoretisch so. So gesehen. Sonst müssen wir es nämlich so machen, aber jetzt mal nur von der Logik her ist es ja genau gespiegelt. Das müsste dann passen. Schauen wir uns das mal an. So, wir wollen hier die Extended von der H12. Und ziehen die auch erstmal hier hoch. Und hoffen, dass es richtig ist. Nein, war nicht richtig. Geh weg. Meldung. Eins höher, ist das richtig? Jetzt habe ich die 1 niedriger weggemacht, aber ich glaube, ich muss 2 höher. Oh, diese Meldung.
So. Das ist richtig, ja. Aber ich bin gerade bei H8, fällt mir jetzt erst auf, ich dummer Idiot. Ach Gott. So, schauen wir mal, ob das gut geklappt hat. War leider eins zu niedrig. Das Ganze ist jetzt hier noch Anfangsphase, aber ihr wolltet ja unbedingt, dass ich die Dinger hier baue. Und deswegen baue ich die jetzt. So. Ja, jetzt muss ich hierfür noch ein Futter finden. Der passt nicht. Der passt nicht. Der passt. Einigermaßen, ne? Ja. Schau ich mal, ob ich noch einen besser findenden passe. Einen besser passenden finde. Ja, den da. Scheiß drauf, wenn die da mal diagonal sind. Ich finde, das sieht gar nicht schlecht aus. So. Können die hier weg? Das Ganze sieht doch schon gut aus von unten. Müssen wir es nur noch hier festmachen. Das wird jetzt ein Hin- und Her-Geswitcher. Oh Gott. Aber Leute, ich habe euch gewarnt, es dauert sowas. Und jetzt Offscreen machen möchte ich das ehrlich gesagt auch nicht. Dafür habe ich auch gar nicht die Zeit. Also ich kann es natürlich gern Offscreen machen, aber dann sehe ich nicht, ob ich das schaffe. Ich Idiot. Bin echt ein Idiot, ne? Also. Wo ist jetzt die Mitte? Ein weg, ein weg, noch ein weg, noch ein weg, noch ein weg, noch ein weg. Da gibt's keine Mitte mehr. Das ist die Mitte. Ach mein Gott. Ich sag's euch, ich flipp hier noch aus. So. Kann man so machen? Ja. Ich finde, das ist in Ordnung. Jetzt will ich doch noch was ausprobieren. Gibt ja die Dinger hier. Ach, dieses ewige Niesen, ne? Das nervt mich schon. Ja, okay, da müssen wir doch noch mal kurz hier reinschauen. Man hat hier einfach meine eigene Mischung, so wie sie mir taugt und wie sie mir gefällt. Nee, aber bevor ich das jetzt hier auch noch einbaue, lasse ich das so. Ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt ganz gut. Jetzt haben wir in dem Part eigentlich fast nichts erreicht. Ich mache den jetzt aber ein bisschen länger als sonst, weil sonst ist es ja ein bisschen nervig. Kann ich schon verstehen, dass das jetzt ein bisschen langweilig wird. So. Machen wir überall erstmal die Mitte hin. Wie viel haben wir hier? Eins. Probieren wir gleich mal aus. Zwei oder drei. So. Doch langsam aber sicher
fange ich an, das zu mögen, wie ich es mache. So passt es, oder zwei reichen da. Ja, zwei reichen da und dann passt es hier auch gut. Nicht hier, hier vielleicht. Genau. Nicht hier, sondern hier. Na, wahrscheinlich hier. Also war es nicht so schwer. Super. Okay, dann schaue ich mal weiter. Die Meldungen, die nerven mich jetzt zu sehr. Ich muss mal hier Pause drücken. Und dann könnte ich auch erst die alle mal wegmachen. Ja. Also muss ich noch wegen den Farben schauen, wie ich die Farben mache. Nee, war eins zu viel. Aber es macht gar nichts. Mache ich jetzt die noch hin und dann schaue ich nach den Farben. Die kann ich ja im Nachhinein schnell ändern noch. Ist ja kein Problem dann. So. Ne, das passt nicht. Das haut nicht hin. Aber das haut hin. Und dann. So müsste das gewesen sein. Nein. So. Nein. So. Genau. Nein. Ja. Müssen wir sogar in Boden bauen, damit das hier hinpasst. Kümmern wir uns mal kurz um die Farben. Red Bull, Rot, Blau und Gelb, würde ich sagen. Das Weiß da oben können wir eigentlich so lassen. Ich würde sagen, die Stützen lassen wir die jetzt schwarz einfach. Und machen nur die Bahn noch mal anders. Dass wir hier noch ein bisschen Gelb reinbringen. Oder Blau hier. Und hier noch ein bisschen Red. Achso, Red werden ja dann so blau-rot. Passt doch dann. Wenn die Stützen dann schwarz sind und der Wagen ist ja gelb. Von daher passt es eigentlich. Na, dann würde ich sie doch so lassen. Und mich dann noch mal kurz an die Footer setzen. Und schauen, dass wir das jetzt demnächst mal fertig kriegen. So. Nee, das passt hier nicht hin. Nein, nein. Hier könnte es hinpassen. Ah, die können wir natürlich auch farbig machen. Die Footer. Natürlich eine gute Idee. Nein, nein. 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 Die passt wieder nicht dann. Ich hatte auch vor, so viel, was hier gepasst hätten. Wo sind denn die alle hin? Nee, auch nicht. Ja, die zum Beispiel. Nee, das läuft so nicht. Nee.
Sind wir der gleichen jetzt, die hier? Jetzt habe ich den Trick endlich durchschaut. So. Aber hier passen andere noch besser, glaube ich. Die nicht. Die vielleicht ja endlich. Das hat aber gedauert. Nee, auch nicht. Die passen sowieso nicht. Na, dann werden die schon erstmal passen. Hier aber möchte doch lieber den hin. Und so in Rot und Blau, muss ich sagen, gefallen mir die sogar. Echt gut. Deswegen könnte man das eigentlich so machen gleich mal. Die auch wieder rot. Gut. Ja, viel haben wir nicht geschafft, aber wenigstens habe ich jetzt herausgefunden, mit welchen Sets ich arbeiten möchte und wie ich die baue. Und dann werden wir das jetzt die nächsten zwei, drei Parts mal machen. Also vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao!